Moin Jungs und Mädels, Alex Jagd, der Global AG von der Kieler Sicherheits- und Waffenaufstellung. Hier ist hier gerade vor ein Panzerwagen, der heißt Krass Hauk. Krass steht für Kremenchugskiabter Samot, heißt so viel wie Kremenchuga, also aus der Kremenchug Oblast. Der Automobilhersteller und Lastwagenhersteller. Der Schreck baut auf dem 4x4 Lastwagen Krass 5250 auf und hat eine 12 mm dicke Panzerschicht. Ist allerdings leider kein Schwimmer. Also er schwimmt nicht. Er ist nicht hermetisch verschlossen, wiegt 12 Tonnen und hat einfach zu wenig Volumen, um zu schwimmen. Schauen wir mal kurz rein, was da drin abgeht. Räder sind aufblasbar, haben also eine zentrale Reifendrucksteuerung. Außerdem ist dort drin ein Sicherheitsring um die Felge, sodass wenn der Reifen also komplett zersprengt ist oder zerschossen ist, fährt der Wagen nichtsdestotrotz weiter auf dem Sicherheitsring. Wir sehen auch hier an der Stärke die Tür. Wir haben hier gut 12 mm. Wir haben hier natürlich also ziemlich simple, aber nichtsdestotrotz, wir haben sie. Extra Sicherheitsverschlüsse. Hier natürlich einfach nur, um die Tür zu schließen, ein ganz normales Automobilschloss, was ganz normal funktioniert. Wir haben Fenster von der Stärke. Ach, guck mal, sind die Meter auf die Uhr? Da, sind die Meter schnell, ne? 6 cm dick sind die Scheiben. Bei unseren Cats sind sie 5 cm dick und man sieht also deutlich, dass hier also ein ganzer Zacken mehr geht. Wenn man hier mal von der Seite schaut, sieht man also, das ist eine ordentliche Scheibe, die wird umrandet von einem 5 mm dicken Stück Panzerstahl. Und was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass also die Panzerscheiben auf Schrauben sitzen. Das heißt also, sollte eine dieser Scheiben beschädigt werden, dann kann man die relativ schnell austauschen. So, der ganze Fahrzeug ist nach Standard Sicherheitslevel 2 ist das geschützt. Heißt also, hält die 7,62x54 auch Sprengbrand auf. Schauen wir mal kurz hier in den, ins Cockpit rein. Da übernehme ich mal kurz die Kamera. Vielen Dank. Ah, meine Jacke liegt da schon. Aufgesattelt wird hier über diese, das ist eine so eine Art Seilzug in dem Sinne, wenn der Wagen irgendwo hängen bleibt, da kannst du hier ein Stahlseil einhaken, es irgendwo an den Baum ziehen und dann, wenn der Reifen anfängt durchzudrehen im Schlamm, zieht er das Seil auf und zieht sich selber da raus. Also das ist auch nicht schlecht. Das ist im Grunde in der Sowjetunion bei den ganzen Panzerwagen war das ja Standard und es ist gut, dass das hier in diesen modernen Panzerwagen mit weitergegeben wurde. So. Setzen wir uns mal ins Cockpit rein. Der Sitz natürlich auf einem auf einer Federung, auf einer einzelnen, der Beifahrersitz genauso. Wenn wir hier hinten schauen, haben wir hier eine Klimaanlage und eine Heizung drin. Und also hier hinten ist ordentlich Platz, wie man sieht. Das ist nicht mal eben BTR 60 oder 80 oder ich würde sagen ungefähr vom Platz her, der ist ein Stück länger als der Survivor hinten drin, weil hier eine etwas andere Ergonomie im Fahrzeug stattfindet. Wir haben hier den Motor. Der ist natürlich auch nochmal nach innen geschützt, zwar nur durch eine 3 mm Panzerstahlplatte, aber von unten, also das ist keine Rahmenkonstruktion, sondern hier ist bereits an den, ans gepanzerte Wagengehäuse, an die Karosserie, an die gepanzerte, sind bereits die ganzen Fahrelemente, die ganze Aufhängung und so weiter sind hier dran. Das heißt, wir haben von unten also eine ordentliche Panzerplatte. Ich werde gleich nochmal die Stärke der unteren Panzerplatte und die Klassifizierung erfragen. Ganz normales LKW-Lenkrad natürlich, habe den Schlüssel nicht drin, dementsprechend ist hier gerade die Lenkradsperre an. Aber das hier ist im Grunde, wenn man mal schaut, einmal die Tür zu, die Schwere hier. Dann kann ich hier natürlich hier, damit die Bomben und die Minen, auf die ich unter Umständen stoße, damit die mir die Tür nicht aufreißen, kann ich das hier sperren. So. Und also man sieht wunderbar, also für die Größe von Fahrzeug, zumal dem ja vollkommen die Schnauze fehlt, aufgrund dessen, dass der Motor ja hier ist, auch einer der Gründe, weshalb der Rheinmetall Survivor hinten weniger Platz drin hat, ist, weil bei dem ja erstens der Motor erstmal vorne drin ist. Aber wie gesagt, weil mir vorne die Schnauze komplett fehlt, kann ich sehr gut abschätzen, wie der Wagen und wo der Wagen manövriert. Bei uns beim Cat ist das zum Beispiel auch der Fall, da ist die Schnauze auch wesentlich kürzer als beim Rheinmetall, weil der Rheinmetall einfach nur einen viel größeren Motor hat. Und da ist natürlich dementsprechend die Motorhaube und auch die, die Breite der Motorhaube ist da definitiv größer dimensioniert. So, Scheiben hier natürlich auch, 6 cm, Stanag 2. Und ich muss sagen, es ist also ein sehr komfortabler Platz.
Das Werk bietet auch die Option an, wie bei uns im Cat, dass hier alles mit weichem Material verkleidet ist, damit, wenn der Wagen also zum Beispiel einen Stoß abkriegt oder auf eine Mine drauf fährt und man fängt an, hier herum zu fliegen in dem Wagen, damit man sich halt nicht den Kopf irgendwo zerschlägt. So, dann geht es mal wieder raus hier. Wenn wir die Dinger hier öffnen. Ich werde gleich auch fragen, was das hier für eine Gearbox ist. Das scheint allerdings eine. Ja, das ist hier eine manuelle Gangschaltung, leider. Handbremse. Weil die Tür ist wirklich sehr schwer. Einzige, was mir hier gerade nicht so gefällt, ist, dass hier gibt es keinen Fixator. Heißt, ich kann die Tür nicht fixieren, um ein- und auszusteigen. Heißt also, falls die Tür aus irgendeinem Grund anfängt, sich zu schließen, dann schließt sie sich gegen mein Bein oder gegen meinen Arm, was jetzt nicht so gut. Was gut ist, ist, dass sie halt relativ weit aufgeht. Das ist sehr gut. Heißt, ich kann die Tür unter Umständen als Cover verwenden. Schauen wir mal hinten rein. Hinten eine sehr große Luke zum Ausladen der Einheit. 12 Mann finden hier Platz. Wir haben hier einen, muss ich sagen, sehr komfortablen, aufgrund dessen, dass die Tür wirklich sehr breit ist und auch sehr weit aufgeht. Haben wir hier einen sehr komfortablen Einstieg. Einmal hier die Hand dran und dann einmal so rauf. Die Sitze hier ausklappbar. Das sind hier ganz normale im Grunde Hängesitze. Ich habe hier natürlich noch eine Seitentür, die ich auch verwenden kann. Ich werde die nicht öffnen. Auf der anderen Seite ist eine Plombe dran. Ich werde einfach nur zeigen, die Schießscharten einfach zu bedienen. Runter, hoch. Hier einmal die Klimasteuerung. Kennen wir auch alle aus dem Lastwagen. Krass, beziehungsweise die diese Klimasteuerungen kennen. Wir haben hier nochmal Raum für all mögliches Werkzeug, für all mögliche vielleicht auch Rationen und alles drum und dran. Hier nochmal eine kleine Bank, beziehungsweise auch eine Liege für Verwundete. Die ist übrigens sehr gut in der Mitte sehr gut angebracht, aufgrund dessen, dass, wenn die zu weit vorne oder zu weit hinten ist, bei einer Geländefahrt, dann der Wagen ja anfängt, einen auf den hier zu machen. Und wenn hier also in der Mitte der Verwundete liegt, dann liegt er im Grunde auf so einer Welle und der wird nicht hin und her geschleudert. Das ist gut durchdacht. Öffne hier mal ganz kurz hier die Luke. Ich hoffe, die hat auch Lifts. Ja, die hat Lifts. Beziehungsweise die hat hier eine Feder. Das ist auch nochmal gut. Also keine Gaslifts, sondern eine Feder. Das Dach muss ich mal schauen. Das Dach ist ein wenig schwächer gepanzert. Hier haben wir also Platz für ein Maschinengewehr nochmal. Da passt also das PKM, denke ich, mir problemlos rein. Haben hier den Abzug und irgendwo sollten wir auch einen Übersetzer haben für den Abzug am Maschinengewehr. Das ist aber alles nicht so wichtig. Hier kommt die Kette dran. Ich werde gleich mal fragen, was für ein Kaliber der Wagen verträgt. Das sieht hier allerdings nach 7,62 aus, beziehungsweise die modernen Maschinengewehre, die also bis 3,38 jetzt mittlerweile gehen, die gerade bei der US-Armee durchgetestet werden, sollte das Teil hier auch ohne Probleme handeln können. Alles darüber, 50er Kaliber und so weiter, muss ich gleich erfragen. Da drüben haben wir also von der Klimaeinheit die Schläuche und das Kühlelement. Schauen wir mal, was wir hinten haben. Hinten ist glatt, nur das Gehäuse für die Rückfahrkamera hinten, für die Infrarot-Rückfahrkamera. Wahrscheinlich ist das hier der Fixator, den schraube ich mal eben los. Ja, da lässt sich die ganze Luke auch wunderbar drehen. Bisschen schwerfällig, bisschen sperrig, aber es geht halt. Und da habe ich hier also 360 Grad rundum, plus nochmal, ich würde mal schätzen, ungefähr 60 Grad Schwenkung im Maschinengewehr drin. Ich kann mich also auch hier hinter der Scheibe, kann ich schon mal mit dem Feldstecher gucken, wo ist der Gegner, von wo findet der Beschuss statt, und dann kann ich entsprechend ausmanövrieren. Hier dann für die Fahrt natürlich wieder fixieren. Also das ist eins der Chassis, beziehungsweise das verlängerte Chassis, aber im Grunde dasselbe wie das, worauf der Panzerwagen hier basiert. Hier also bis 14,5 mm hält die bis 14,5 mm Maschinengewehr hält oben die Luke, beziehungsweise das Maschinengewehr fährt aus. Der Wagen ist verfügbar mit einer Automatikgangschaltung. Und die Luke selbst an sich, damit man sie überhaupt öffnen kann mit der Feder, ist 6 mm dick. Das restliche Dach ist genau wie das Fahrzeug 12 mm. Das heißt, wir haben also eine kleine Schwachstelle oben. Hier sehen wir auch die Ergonomie, weshalb er also hinten mehr Platz hat als im Survivor drin. Der ist von der Größe ungefähr wie der Survivor. Ich gehe stark davon aus, dass das Chassis auch ungefähr der Größe des Chassis vom Survivor entspricht. Ich würde jetzt sagen, der Wagen hier entspricht in allen seinen Kriterien, in allen seinen Spezifikationen entspricht er, also steht er in westlichen Modellen in nichts nach. Also ich bin wirklich schwer beeindruckt.
Ja, ich werde gleich noch mal ein paar andere Reviews aufzeichnen, aber das ist definitiv etwas, das musste ich für euch festhalten. Ich habe den Wagen auf der Sicherheitsexpo hier in Kiew auch im letzten Jahr schon gesehen, aber wollte halt noch kein Review machen. Aber jetzt sehe ich ihn schon zum zweiten Mal und er ist wirklich der Top.